Meine Mutter hatte das alles erlebt, ich nicht. Ich kenne ja den Krieg nicht. Alhamdulillah, ich danke Gott. Ja. Aber. Selbst. Oh. Ich danke Gott, dass ich in einem friedlichen Land lebe. Ich danke dafür. Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Dass ich so leben kann, wie ich hier leben kann. Ich auch. Deswegen, ich habe nichts gegen Deutschland, ich habe nichts gegen Deutsche. Nein. Mein Neffe ist ein Deutscher. Ich lebe fast in diesem Land und ich danke in... den Deutschen. Ich bin Deutscher wie Deutsch. Ich bin mit 5 Jahren hergekommen. Und das Problem ist einfach, darauf kommen halt viele nicht klar. Was ich noch dazu sagen wollte, meine Mutter hat total gejubelt, ja, wo der Angriff war von den Palästinensern auf die Juden. Und dann meinte ich zu ihr, heute jubelst du, aber morgen wirst du weinen, weil wir werden sehr viele Palästinenser verlieren. Und ich, wie gesagt, ich bin staatenlos. Meine Mutter ist Palästinenserin, mein Vater ist Kurde und leider werden wir keinen Frieden finden, was so ist. Ja. Hi. Wie geht es euch? Gut. Heute ist ein schöner Tag. Noch. Was macht ihr an diesem schönen Samstag in Neukölln? Wir genießen das Wetter, genießen die schöne Umgebung und noch freuen uns zu sehen. Ja. Leider läuft das schöne am Hermannplatz. Sonst ist alles gut. Aber ansonsten. Leider ist ja hier viel Demo. Ja, leider. Was für Demo? Es geht um Palästina, um Gaza, ne? Genau, um den Gazastreifen. Traurig, was da passiert. Es ist schade. Alles ist sehr leid. Ja, für jeden Frieden. Wir hoffen, dass es bald besser wird. Ich bin ja Palästinenserin, ne? Hast du Menschen dort, die betroffen sind in Palästina? Familie. Ja. Also, ja doch, wir haben da noch sehr viel Familie. Auch in Gaza? Genau, in Gaza. Ausgerechnet da, ja. Und sind da auch jetzt Menschen betroffen? Also noch leben sie alle, ne? Ein Glück. Wunder ist, ne? Was wirklich ein Wunder ist, weil... Gott. Aber sonst ist ja, was wir beten und hoffen, ne? Ja, was soll denn? Krieg, was willst du machen? Krieg, ne? Ich wünschte einfach, sie würden sich zusammentun und einfach zusammenleben. Russland. In der Ukraine ist ja das Gleiche, ne? Das ist schade. Die Russen und die Ukraine. Ja. Palästinenser und die Israelis. Richtig, damit befassen wir uns sehr. Wir gehen auch zu Vorlesungen und hören uns das an regelmäßig. Und wir sind total auf Nachrichten fixiert. Ja. Krieg oder Frieden? Frieden natürlich. Hallo? Was ist das für eine Frage? Du, da würde ich hier anders sitzen. Gott, das will. Nein. Die armen Kinder. Kein Mensch hat die armen Tod Kinder verdienen. Es gibt Entschuldigung. 48 geht der Krieg schon. 48. Ja, meine Mutter ist von 48 damals ausgewandert. Sie war ein frisch geborenes Baby. Es soll endlich aufhören. Ja. Es gibt einen Späti hier in der Sonnenallee, der nennt sich Späti 24/7. Das ist ein super Laden. Die haben damals in die Türkei, wo es angefangen hat, 2 LKW-Spenden. Voll. Von Windeln bis Wasser, Essen, Trockenfutter. Babynahrung, Erwachsennahrung. Alles, was es gibt. Geld, ich habe auch gespendet, 300 Euro. Als was angefangen hat in der Türkei? Ja, genau. Der Erdbeben. Das war die Erdbebenzeit. Syrien und Türkei. Richtig. Und jetzt wollen wir nach Marokko spenden. Also, Marokko will aber keine Spenden, habe ich gehört. Ist egal, wir spenden trotzdem. Ja. Also der Laden, ich gehöre ja nur, ich bin ja nur Kundin, also du gibst aber ab, ich kenne die. Ich helfe sehr. Ihr habt ja gerade von den Demos erzählt. Kriegt ihr mit, dass die verboten sind? Ja, man darf auch kein Free Palestina, sorry. Nicht, dass ich jetzt. Man darf kein Free Palestina sagen. Ich finde es traurig, dass wir alle gleich als Terroristen abgestempelt werden. Weil dass man das Kinder auch und öffentlich. Frauen und Omas sind keine Terroristen. Ja. Und naja, ich weiß nicht. Ich finde es traurig, dass man das auch nicht öffentlich. Also man darf jetzt auch in den Schulen keine Palästinenserketten tragen, also mit der Fahne oder. Alles, was damit zu tun hat, das ist so schrecklich. Ja, wir werden immer als Terroristen abgestempelt. Die Moslems sowieso, obwohl wir so cool sind. Also wirklich, vor allem. Sehr cool. Ich meine, du siehst es ja hier. Wir sind nicht wirklich so verklemmt. Diese ISIS oder so, das sind keine Moslems. Das ist die alte Kultur. Nee, das ist keine alte Kultur. Das ist gar keine Kultur. Ja, die sind aber verklemmt. Die älteren Leute sind verklemmt. Nein, auch nicht so die sagen. Älteren. Sogar meine Mutter ist cool. Okay. Mann, da sage ich auch manchmal, ich habe einen getrunken heute. Ja. Und?
ja. weiter. Ja. Wir leben in Deutschland, wir sind hier groß geworden. Ich bin mich ein Jahr nach Deutschland gekommen. Ich bin fünf aus Polen. Ich fühle mich deutsch. Meine Heimat ist Deutschland. Meine auch. Wenn ich Palästinenser bin. Ja, meine auch. Ich bin jetzt mein Leben ist gegangen. Deutschland. Ich kenne nur dieses Land. Ja, ich auch. Und auch wenn ich zwar nicht so ausschaue, aber ich bin Deutscher wie Deutsch. Und ich liebe dieses Land. Also ja, und dafür werde ich auch manchmal verurteilt, weil ich halt zu deutsch bin. Ne? Richtig. Das und ist was traurig. Was sagt ihr über Politiker, die sagen, wer jetzt demonstriert für Palästina? Der wird abgeschoben. Das geht gar nicht. Ich denke, wir haben hier Freiheitsmeinung? Ja. Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit, ja genau. Entschuldigung, ich habe mir lange... das geht gar nicht. Ich habe ja auch hier letztes Mal gesehen, vor 2 Tagen war ich auf der Demo, also zufällig, wir wollten was essen gehen. Und dann hieß es, dann meinte einer zu ihm, ey, sag nicht Free Palästina, du wirst gleich festgenommen. Free Palästina, genau. Ich meine, wir sind nicht alle Touristen, wirklich. Es gibt unter uns auch das welche, ist so ja klar. Traurig, dass alle abgestempelt werden. Und was mir halt nur sehr leid tut, ne? Entschuldigung, ich muss das jetzt sagen. Die Deutschen fühlen sich bis heute noch schuldig wegen Hitler. Aber was hatten die heutige Generation dann noch damit zu tun, was Hitler richtig, damals gemacht hat? Richtig. Also, Entschuldigung. Nein, aber das gut ist gesagt. Doch so. Die fühlen sich bis heute noch schuldig. Ja, ja. Was da können doch keiner mehr dafür. Das war 36. Die Jugendlichen hetzen sich miteinander auf. Und deswegen und sagen, traut sich kein Deutscher seine Meinung zu sagen. Nein, ihr Nazis, ihr Hitler. Ja. Und ich meine, es war damals und die mussten doch mitziehen im man Endeffekt. Man muss es, man aber ihr darf seid es nicht die vergessen. Schuldigen heutzutage. Wir reden von aber 36, 45 war das, glaube ich. Man sollte dran denken. Und seit 48 ist es mit Palästina. Wir haben die aufgenommen damals und als Dank haben die uns vernichtet. Ja, sorry. Ich hasse keine Juden. Nein, ich hasse sie nicht. Ich habe auch Videos, ich kann dir zeigen, das sind Menschen, wie die demonstrieren für Free Palästina. Ich würde ihnen und sogar die werden eine Unterkunft getreten. Geben. Die werden getreten von der, wie heißt das, von der Armee und geschlagen, wirklich. Das sind aber Kinder, die richtigen Juden. Nein, das sind die richtigen da Juden. Alles gemacht. Die sollen doch einfach zusammenleben. Ich meine, das hat doch. Ich fand ja auch, ganz ehrlich, ich wusste, dieser Angriff von uns Palästinenser, ne? Wo ein paar Juden draufgegangen sind, ein paar 400 vielleicht. Ich wusste, es wird eskalieren. Ich wusste. Ja. Jetzt haben die einen Grund. Und guckt euch Gaza an. Meine Cousine war vor 2 Monaten in Gaza. Sie war auch schon mal festgesessen da, 2014. Da wurde sie mit dem Bus nach Türkei oder ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht erklären. Und ich wusste, es wird eskalieren. Jetzt haben die einen Grund, um zu bombardieren. Und Deutschland sagt, ja, wir sind Terroristen, wir sind immer die Terroristen, wir sind Moslems, aber nicht alle Moslems sind immer verklemmt. Ja. Obwohl und ich meine, das nicht genau gesehen, bin ich so ein verklemmter Moslem. Ich bin so ein angepasster Mensch und das ist meine Heimat. Ja. Das ist meine Heimat. Ja. Heute ist ja Samstag und heute vor einer Woche war der Hamas-Terror gegen Israel. Was sagt ihr dazu? Gut. Wie denkt ihr darüber? Also ganz ehrlich, ich wusste, es wird eskalieren. Ich wusste es. Für was? Es sind 390 Juden draufgegangen. Dafür sind 300.000 Palästinenser draufgegangen. Für was? Aber die werden keinen Frieden finden. Es wird kein Frieden kommen. Wie gesagt, seit 48 geht das. Ich finde es sehr traurig, ja. Aber ich persönlich habe eine jüdische Freundin. Also ich habe damit, ich würde auch jetzt, hatte ich gestern die Frage, ne? Würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, nach Palästina gehen und kämpfen? Ich so, nein, würde ich nicht. Ich könnte das nicht. Nein. Ich könnte nicht einen Menschen umbringen. Nein. Könnte nicht. Obwohl jedes Leben wir so viele Angehörige verloren haben. Jedes Leben. Ich könnte nicht kämpfen. Nein. Obwohl ich mein Land liebe und alles für Palästina nochmal. Ja. Wirklich, ja, wenn ich sagen darf, ja. Aber ehrlich nein. Gesagt, nein. Kämpfen würde ich nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie die Mütter jubeln können, wenn die ihre Söhne tot sehen. Und die sagen Shuhada, ja, ne,
er ist ein, auf Deutsch, wie ist es übersetzt? Märtyrer. Märtyrer, ja. Märtyrer. Ich könnte das nicht. Wenn mein Sohn sterben würde, ich würde eingehen. Also du würdest dich der Hamas nicht anschließen? Oh Gottes Willen. Nein. Hallo. Ich liebe mein Land, ich liebe Palästina, nein. Alles. Aber verurteilst du auch deutlich den Terror der Hamas? Ja. Ja, weil wir sehen doch was. Wir sehen, wegen was passiert. Wenn ich allein schon darüber spreche, gucken Sie mal, Hamas ist kaputt gegangen. Ist kaputt. Es gibt kein Gaza mehr. Es gibt kein Gaza. Es gibt kein Gaza. Alles kaputt. Nee. Ist es das wert gewesen? Nein. Ist es das wert gewesen? Nein, es ist nicht. Naja. Aber Hitler meinte ja, ich lasse euch ein paar übrig, dass ihr seht, wie sie sind. Irgendwie hat er recht gehabt. Sorry. Entschuldigung. Ja, meine Schwester hat einen deutschen Mann und wurde verstoßen von unseren Landsleuten, weil sie halt eben kein Araber geheiratet hat, sondern einen Deutschen. Weil die meinten, gibt es keine Araber mehr, dass sie einen Deutschen heiraten. Aber das Mädchen hat sich halt verliebt in ihn und ist doch egal, welche Nationalität. Ich meine, vielleicht, wenn ich mich in Juden verliebe und wenn ich ihn wirklich liebe, ne? Ja, na, Mensch ist Mensch. Dann passiert natürlich, das halt. Natürlich. Dann passiert es. Und außerdem, genau, was ich noch dazu sage, wie Araber sagen, die Juden, Ulad Amna. Ulad Amna, ich wiederhole es. Ach hey, moin, moin. Hi, na, wie geht's dir? Schüssen, bis gut. Manchmal so. Gut. Ciao. Du würdest, sag nochmal das Sprichwort auf Aramisch. Ulad Amna. Al-Yahud Ulad Amna. Nicht mehr mit Ul, Al-Yahud Ulad Amna. Was bedeutet das? Das sind unsere Cousins. Wirklich mal Kinder, wie, das sind die Namen oder wie? Nein, unsere Cousins, wir sagen es uns. Das sind die, so unsere Väter, die Brüder, die Kinder. Also Ulad Amna. Amna, ja. So sagen wir es eigentlich, ja. Ja, so sagen wir das eigentlich, ja. Schade, ich finde es echt schade. Es ist echt traurig. Ich finde zum Weinen mit diesem, ja, Kind. Ich finde es so traurig. Was sie gemacht haben, ist auch, ja, manchmal, ich mein, angezündet. Und oh Mann, ich. In Berlin haben auch die Mütter, also die Eltern, Briefe gekriegt, dass die Kinder weder palästinensische Ketten, also die Flagge, ne, oder zu Palästina irgendwas dazu sagen dürfen, weil es Unruhe stiftet. Also man darf nicht mehr für sein Land stehen. Was dann wie ist man als Land? Nein, als hättest du gleich ein Terrorist sein. Also die Kinder dürfen wirklich, ihr wisst ja, man trägt ja seine Flagge, man trägt einen palästinensischen Pullover oder Free Palästina, einen Schal oder so. Das wurde jetzt in den Schulen verboten, sonst werden die Eltern angezeigt. Richtig. Also man, es gibt wirklich so Briefe, ich hab den auch, den kannst du auch abfotografieren, wenn du möchtest. Ja, und ich finde das traurig einfach. Ich finde das traurig. Es heißt dann gleich, wir wollen nicht den Terroristen angehören. Also wir werden gleich alle abgestempelt. Wir sind alle Terroristen, alle. Und die, wo nicht Gaza jetzt verlassen, sind Terroristen, sagen sie. Das sind Anhänger. Aber alte Frauen oder Kinder oder Familien, die haben doch auch nicht die Möglichkeit und das finanzielle Ding dafür, um zu gehen, ihr Haus zu verlassen, ihre Heimat zu verlassen. Die leben ihr Leben lang da. Die kämpfen ihr Leben lang. Ein Kind wird angeschossen, nur weil sein Ball über die Grenze geht und es holt. Ist doch traurig. Ein kleines Kind will seinen Ball holen und wird erschossen. Wegen einem Ball. Ja. Was will denn ein Kind machen? Ja. Aber es heißt immer, tut mir leid, aber die Deutschen trauen sich einfach bis heute nichts zu sagen. Und das ist einfach. Also, sie reden schon viel. Nein, aber sie trauen sich nicht. Sie fühlen sich schuldig bis heute noch wegen Hitler. Sie sprechen nicht das Richtige aus. Sie trauen sich nicht. Sie fühlen sich immer noch wegen dem Holocaust schuldig. Obwohl diese heutige Generation nichts dafür kann. Was können denn die Menschen von 36 bis 45 dafür? Das ist Jahre her. Was haben denn die gemacht? Was? Und wenn du nicht dazugehalten hast, wurdest du doch genauso bestraft. Richtig. Also musstest du doch mitgehen. Ja. Und würden wir, Entschuldigung, wir würden alle mitlaufen, bevor ich meine Familie und alles verliere. Ja. Dann würde ich auch damit laufen. Aber die Deutschen können doch nichts dafür mehr. Das ist so viele Jahre her. Viele können nichts dafür. Ja, und die Deutschen sind so
Die nehmen uns alle auf, gucken, wir kriegen Hilfe, wir kriegen Wohnungen bezahlt, wir sind versichert, wir kriegen die Schule bezahlt. Das wollen wir noch mehr, also sowas Soziales. Uns geht es hier so gut. So gut, ja. Gehen andere Länder. Wissen, die sagen zu dir, was? Du willst Geld, du willst ein Haus, du willst Miete. Und das ist, was mich ankotzt, wenn man sagt, die scheiß Deutschen, da werde ich wütend. Oh ja. Da werde ich wirklich wütend. Weil sie tun sehr viel, wirklich. Weil wir werden so aufgenommen, ne, mit richtig offenen Händen. Ja, ja, ja. Und dann heißt es... Mit nicht. Merkel hat es angefangen. Also nein, ich hab, schon davor. Ja, aber ich habe... Wir wurden damals politisch gegen Merkel. Mein Vater Merkel war bei Saddam Hussein im Gefängnis. Er wurde... Ja, ich bin hier halb, ne, mein Vater... Schiite, ja, das ist auch noch so ein Problem. Mein Vater ist Schiite, meine Mutter ist Sunnitin. Dann haben wir im Irak gelebt und dann war mein Vater im Gefängnis. Er dachte, er wäre ein Spion, weil er halt mit einer Sunnitin verheiratet ist. Ne? Und dann hat meine Mutter persönlich mit Saddam Hussein geredet. Ne? Meine Mutter saß so mit Saddam Hussein. Jetzt wirklich? Jetzt wirklich. Mit dem Diktator Saddam Hussein. Ich kann euch, meine Familiengeschichte ist wirklich krass. Ja, so sah sie mit ihm. Jetzt ist es kein Witz. Es ist wirklich kein Witz. Auch kein Witz. Nein. Okay. Und er hat ihn freigelassen. Er hat ihn wirklich freigelassen, mein Vater. Ja. Boah. Er wurde doch erhangen. Nein, Saddam Hussein wurde erhangen. Ja, aber meine Mutter saß persönlich mit Saddam Hussein am Tisch. Und dann hat er meinen Vater freigelassen. Weil mein Vater halt eben Schiite ist und meine Mutter Sunnitin ist. Meine Mutter ist Palästinenser, mein Vater ist Kurde. Also und staatenlos haben wir. Sie im Irak gelebt? Wo? Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Wir haben auch im Sudan gelebt. Mhm. Wir haben im Libanon gelebt. Wir haben in Tunesien. Ich bin zum Beispiel in Tunesien geboren. Mhm. Wir haben in Zypern gelebt. Also mein Vater war Fedaiye bei den Palästinensern. Und dann hat sich halt Saddam Hussein gewundert, warum ein kurdischer Schiite mit Palästinensern ist. Aber seine Frau ist ja Palästinenserin. Und Ja, mein Vater, wirklich, meine Mutter war persönlich mit Saddam Hussein, ja. Das ist krass. Immer, wenn ich das erzähle, es glaubt keiner, ja. Ja, nee, ich glaube es jetzt, Ja, aber du musst doch mal erklären, auch. Was ist Fedayeen? Fedayeen ist eine Armee, also eine palästinensische Fedayeen. Das ist, mein Vater war Kommandant auch, also uns ging es sehr gut, wir haben sehr gut gelebt, bis die Geschichte mit Saddam Hussein war, ne? Ja. Ja, also das ist eine Armee wie Hamas oder, also... Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch erklären soll. Aber auch so eine Armeeart halt, ne? Damals sind wir 1982 nach Tunesien mit, ich glaube, ich habe nicht so viel, Abu Ammar. Abu Ammar. Ja, kennst du ihn? Ja, Yasser Arafat. Das war der Präsident von Palästina, genau. Ja. Und Abu Ammar ist damals, und mein Vater war halt Anhänger von ihm, ja. Doch, also meine, wenn du meine politische Geschichte hörst, ist da viel. Das ist sehr viel. Ja, wir haben sehr viel erlebt. So jung. Meine Mutter hat sich, meine Mutter, sie hat auch viele Brüder verloren. Sie hat viele Schuhada als Brüder, ja. Und hat da dein Vater auch zu tun mit Abu Ammar? Abu Ammar war sein Chef damals, ja. Deswegen sind wir nach Tunesien und Libanon, ja. Hast du auch den Krieg erlebt in Libanon? Nein, ich kam hier 86 nach Deutschland, nachdem mein Vater dann im Gefängnis war, wegen Saddam Hussein. Und dann hatten wir die Möglichkeit, entweder nach Deutschland oder nach Amerika auszuwandern. Dann sind wir nach Deutschland ausgewandert. Ja, so war das bei uns. Ja, aber es ist unglaublich, wenn ich die Geschichte erzähle mit Saddam Hussein. Da gucken die mir alle so, ja. Bist du glücklich in Deutschland? Ja. Ich danke dafür, dass ich hier lebe. Ich bin auch dem Land dankbar. Mir geht's gut, ja. Ich bin mit 5 Jahren hergekommen. Und ich wurde auch, ganz ehrlich, wie die alle sagen, ich wurde noch nie rechtsradikal angemacht, seitdem ich hier lebe. Ich bin 39. Ich auch nicht. Ganz, ganz ehrlich, ich wurde noch nie als Ausländer beschimpft, nichts. Aber wo ich beschimpft wurde, im Urlaub, in meinem eigenen Heimatland. Guckt euch die Deutsche an. Echt? Sie ist eingedeutscht, ja, da wurde ich verurteilt. Also in welchem Land jetzt? Wo ich im Urlaub war halt, in Libanon. Wir sind ja 48, also meine Mutters Familie nach Libanon. Und da wurde ich halt, ich bin halt warum? Eingedeutscht. Aber warum hat man dich in Libanon angemacht? Mit meinem Anziehen, meine Art. Kein Kopftuch, nicht.
meine Freizügigkeit, meine Art einfach, meine Art, wie ich bin. Ja. Ich bin nicht so deutsch gewesen, ja. Leider. Ich war auch in Syrien und in Syrien war ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Was war in Syrien? Da waren die Männer so aufdringlich und so eklig. Und dann ist es immer, guckt euch auf Arabisch, Shufu, Shughal, Almania. Also die Arbeit aus Deutschland sozusagen. Also naja, Syrien war furchtbar, ja. Also Syrien hat mir gar nicht gefallen. Wurdest du diskriminiert in Syrien? Nicht diskriminiert. Oder beleidigt? Oder ja, wie würdest du sagen? Also abgestempelt als diese, durch diese Deutsche an so in der Art. Ich bin halt, ich habe mich halt angezogen, wie ich mich angezogen habe. Ja. Ne, du weißt, wie ich bin. Kein Kopf, du. Und ich war jung, ich war 15, also ein junges Mädel. Das war noch nicht so Ahnung. Und ich fand es halt traurig einfach, weil ich halt, ich irgendwie, das ist meine Heimat. Deutschland ist meine Heimat, ja. Nee, ist so. Und wer das nicht sagt, oder wer das nicht behauptet, der lügt. Tut mir leid. Ich habe mit ihr stundenlang gesprochen. Vor allem, ich bin aus Bayern, ne? Ja. Es aus Bayern. Ist unglaublich. Unglaublich. Und da war es richtig schön. Und ich wurde auch noch nie rechtsradikal angemacht. Noch nie. Mir wurde auch noch nie gesagt, du scheiß Ausländer oder so. Noch nie. Nein, bei mir auch. Besser gesagt, nicht. Die Leute kamen zu mir und die fanden mich cool. Weil ich so eingestellt bin, wie ich eingestellt bin. Ja, dass du einfach. Weil ich einfach offen bin. Ja. Ja. Und für manche Araber. Da gibt es so einige, ja. Ich glaube nicht, wie ich das jetzt sage. Es ist ja so, wie es ist. Es ist ja kein Geheimnis. Ja, deswegen mögen die mich auch nicht. Also, wenn ich verurteilt, ne? Einfach so, weil ich halt zu offen bin, ne? Ja, ich werde oft verurteilt deswegen. Hier, aber hier. Nicht von den Deutschen. Meine Schwester hat einen deutschen Mann gehabt zum Beispiel. Hat ein Kind mit ihm gehabt. Die wurde auch angemacht. Gibt es nicht genug Araber, dass du einen Deutschen heiratest? Ja. Da wurde sie auch, musste sie sich auch viel anhören. Ja. So viele werden draufgehen oder sterben. Also es war es nicht wert, dass ganz Gaza kaputt geht. Ja, es war es wirklich nicht wert, nein. Es war es wirklich nicht wert, es ist echt so traurig, ja. Naja, was willst du machen, ne? Aber es war so klar, es war wirklich klar. Es wird eskalieren. Es war 100%, also. Aber, naja. Inshallah wird Frieden kommen. Ich hoffe es.